sind oben, Computerwerte in Ordnung. Verstanden. Bestätigen Sie dann erfolgte Abtrennung. Luna-Fähre an Shadow-Zentrale. Abtrennung ist erfolgt. Ende. Luna-Fähre an Mondbasiszentrale. Haben Anflugkontakt. Roger, Luna-Fähre. Haben Sie auf dem Schirm zur automatischen Landung? Luna-Fähre mit Colonel Freeman an Bord setzt in 13 Sekunden auf. Guten Tag, Lieutenant. Können wir gleich anfangen? Es ist alles vorbereitet. Guten Tag, Nina. Guten Tag, Colonel. Wie geht's Ihnen? Danke, gut. Hört man gern. Und wie läuft es bei Ihnen, Joan? Ich bin zufrieden. Ist das der Bericht, Lieutenant? Ja, und meiner Meinung nach stimmt alles. Glaube ich aufs Wort. So, nun weiter. Mhm. Die Ersatzteilsituation müsste überprüft werden. Ich wäre dafür, das Lager um 20% zu vergrößern. Großartig, dass Sie das sagen. Straker bat mich, mit Ihnen darüber zu sprechen. Er ist derselben Ansicht. Hallo, Colonel. Da, Captain. Wie lange brauchen die Abfangjäger jetzt zum Start, Lieutenant? Wir schaffen es jetzt in 125 Sekunden. Ja, hervorragend. Naja. Das wäre es also für diesen Monat. Dann melde ich also ohne Befund. Freut mich. Habe UFO auf Positivspur. Einzelheiten über Geschwindigkeit und Flugbahn folgen. Radarkontakt 062415, grün. Ortung bestätigt. Alarmstufe gelb. Ich wiederhole, Alarmstufe gelb. Viel Glück, Mark. Danke. Fertig? Dann los. Blau 634 geortet. Abfangjäger in Position. Erwarte Bestätigung. Gebe dann Berechnung für Angriffskoordinaten und Raketenzündeinstellungen durch. Bleiben Sie weiter auf Empfang. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Bestätige unbekanntes Flugobjekt. Hier Mondbasiskontrolle. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Abfangjäger Alarmstart. Achtung, Abfangjäger. Sofortiger Start. Abfangjäger 3, überprüft alles in Ordnung. Abfangjäger 2, überprüft alles in Ordnung. Abfangjäger 1, alles in Ordnung. Schalten Sie auf Funkkanal 4. Bordcomputerfrequenzband 066.
Ermittelte Geschwindigkeit Sol 0, Dezimale 8. Kursberechnung? 342047. Das ist es, bleiben Sie dran. Basis an Abfangjäger. Haben das UFO auf Positivspur. Geschwindigkeit Sol 0, Dezimale 8. Geschwindigkeit Sol 0, Dezimale 8. Kurs 342047. UFO behält Kurs bei. In 51 Sekunden kommt es in Reichweite der Abfangjäger. Zentrale an Leader. Computer auf automatische Zündung einstellen. Roger. Raketenabschuss in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1, Feuer! Habe Sichtkontakt mit Explosion. Detonation positiv. Ist es erledigt? Hab noch immer Kontakt. Überprüfen Sie. Positiv. Achtung! UFO auf Kollisionskurs mit Abfangjägern. Kollision in 32 Sekunden. Jäger 2. Ändern Sie Kurs auf 024201. Kollision in 14 Sekunden. Abfangjäger 1 an Basis. Erbitte neuen Kurs. 1 an Basis. Erbitte neuen Kurs. Zentrale an Abfangjäger 3. Ändern Sie Kurs auf 024186. 9 Sekunden. Abfangjäger 1 an Basis. Erbitte neuen Kurs. Zentrale an Abfangjäger 1. Ändern Sie Kurs auf 024218. Zu spät, Lieutenant. Eins, bitte kommen. Bitte kommen, Eins. Kollision bestätigt. Abfangjäger 1 zerstört. Warum, Alec? Du hast doch die Meldung gelesen. Ja. Ein Astronaut getötet. Ein UFO durchbrach die äußere Verteidigung. Diese Meldung sagt mir, was passiert ist. Ich möchte wissen, warum. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, das kaufe ich dir nicht ab. Ich kenne dich besser, Alec. Das ging alles so verdammt schnell. Was heißt das? Ich bin mir da nicht sicher. Dann gebe ich mich eben mit einer vernünftigen Vermutung zufrieden. Es könnte menschliches Versagen gewesen sein. Der gefasste Entschluss hätte Erfolg haben können, aber es wurde leider ein Fehlschlag. Ah. Na gut. Ich möchte das beteiligte Personal, die zwei überlebenden Astronauten und Lieutenant Ellis, so bald wie möglich hier bei mir sehen. In Ordnung. Ach so, was ist mit dem UFO passiert? Es war wegen schlechten Empfangs vom Radarschirm verschwunden, aber eins wissen wir. Es ist gelandet. Gelandet? Wo denn? In einer der unwegsamsten Gegenden. Irgendwo in einem Gebiet von 50.000 Quadratmeilen in Nordkanada. Alles, was fliegt, habe ich zum Suchen dorthin geschickt. Suchauftrag im Quadrat F beendet. Nichts zu berichten. Okay, Captain. Ankopplung in einer Stunde. Nein, ich will mich noch mal umsehen. Ich fliege noch eine Runde. Solange bleibt es hell. Thank you.
Sieht aus, als sei die Erde sehr weit weg, nicht wahr? Könnte auch am anderen Ende des Universums sein. Hat jemand Lieutenant Alice gesehen? Sie sitzt im Central Park. Danke. Einer von den Glücklichen, der morgen festen Boden unter den Füßen hat. Wenn die Freude mit einem Anpfiff von Straker verbunden ist. Ohne mich, lieber Freund. Wir hatten schließlich das gleiche Risiko übernommen. Ken hatte Pech und damit müssen wir nun mal rechnen. Niemand ist dafür verantwortlich zu machen. Was soll denn das dumme Gerede messen? Weitersuchen! Wenn Sie noch mehr Maschinen brauchen, dann fordern Sie welche an. Ja, ja, Sie haben von mir Vollmacht. Natürlich. Gut. Viel Erfolg. Was gibt es? Die Leute von der Mondbasis sind hier. Ich lasse bitten. Hör zu, Alec. Ich weiß, ich weiß. Das UFO muss geortet werden. Genau. Bradley, Waterman, Lieutenant Ellis. Ich nehme an, Sie wissen, warum Sie hier sind. Sir, darf ich zuerst etwas sagen? Als Chef der Abfangjäger übernehme ich die volle und alleinige Verantwortung für das, was sich abgespielt hat. Äußerst ritterlich. Eine durchaus lobenswerte Geste, Captain, aber völlig unangebracht. Was vorgefallen ist, weiß ich. Jetzt möchte ich gerne wissen, warum. Alle drei, bekleiden Sie Ihre Posten aufgrund des hervorragenden Charakters und der überdurchschnittlichen Intelligenz. Was ist schiefgelaufen? Haben die Satellitenfotos irgendwas ergeben? Nein, Sir. Bleiben Sie am Ball. In der Gegend muss es irgendwo sein. Unbekanntes Flugobjekt in Zone Blau wieder erfasst. Straker? Wir haben es endlich. Gott sei Dank. Komme sofort, Alec. Danke, Grönland. Wo ist es? Ja, das haben wir. Es scheint auf die Atlantikküste zuzufliegen. Geschwindigkeit und Höhe sind äußerst gering. Die Jäger müssen es getroffen haben. Alarm für Sky 1. Sofort, Sir. Shadow Hauptquartier, Captain. Sie haben das UFO gefunden. Bin gleich da. Captain, ich habe die letzte UFO-Ortung. Wenn wir 042 steuern, müssten wir es in 12 Minuten sehen. Gut, gehen Sie auf Kurs 042. Alles rausholen, was drin ist. Kurs 042, volle Kraft voraus. Lieutenant Ellis, Waterman, Sie beginnen mit dem Computertest, während ich zunächst einmal Bradley befrage. Ja, in Ordnung. Zigarette? Danke. Nervös? Nein. Liegt doch kein Grund vor. Es ist alles streng vertraulich. Nehmen Sie Platz. Nein, hier bitte. Bevor wir anfangen, muss ich Ihnen erst einmal reinen Wein einschenken. Ich kann Schwarze nicht leiden. Haben Sie jemals diese Worte oder etwas Ähnliches auf der Mondbasis gehört? Nein, niemals. Sie sind aber auch nicht überrascht, dass ich es sage. Nein, weil ich annehme, Sie meinen es nicht so. Gut. Sehr schön.
Diesmal erwischen wir es. Entfernung 800 Meilen, Sir. Kommt näher. Startposition. Startposition. Alles fertig zum Start? Ja, Sir. Viel Glück. Bin bereit zum Start. Geschwindigkeit bei 10.000. Roger. Sky-1 ist oben, Sir. Danke. Wortassoziationen. Fertig? Mhm. Vater? Mutter. Haus? Tür. Geometrie? Variabel. Stimmt ja, Sie waren Pilot, bevor Sie Astronaut wurden. Apfel? Lehrer. Sonne? Mond. Baum? Buche. Hass? Liebe. Liebe. Hier Shadow-Zentrale. UFO 48 Meilen von Ihrer derzeitigen Position. Danke, Zentrale. Habe es schon auf dem Schirm. Habe Sichtkontakt. Gehe zum Angriff über. Carlin meldet Treffer, aber das UFO fliegt auf neuem Kurs weiter. Befehl an alle Radarstationen. Sagen Sie den Kommandanten, wenn es diesmal entwischt, können Sie etwas erleben. Leg dich aufs Ohr, Alec. Du siehst müde aus. Shadow-Zentrale an alle Stationen. UFO ist getroffen, aber noch immer in der Luft. Hat er sonst noch was gesagt? Nein, nur dass bei mir alles klar ist und ich mit der nächsten Maschine zum Mond zurückfliege. Und wir? Den sollte sich mal jemand vorknöpfen. Keine Angst. Der hört uns nicht in seinem gläsernen Seelenforschungskasten. Ob Shadow ihn wohl von jemand überprüfen lässt? Wenn, dann nur von einem Computer. Lieutenant Ellis, kommen Sie jetzt bitte zu mir. Nehmen Sie Platz. Es kommt runter, Sir. Na, endlich.
Wenn es gelandet ist, geben Sie mir die genaue Position durch. Ja, Sir. Setz dich doch, Alec. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Hm? Das ist für dich. Mhm. Danke. Also, unser UFO ist gelandet. Und diesmal wissen wir, wo. Genaue Position? Unmittelbar neben der Lexfield Air Base Kanada. Du wirst morgen früh ohne weitere Schwierigkeiten dort sein. Mhm. Fein. Du weißt, was ich erwarte. Ich will die Fremden lebend. Ich werde sehen, was ich tun kann. Du übernimmst die volle Verantwortung. Ich werde die Operation hier auf dem Monitor überwachen. Einzelheiten erfährst du von der Zentrale. Die Transportmaschine ist um 22 Uhr fertig beladen und startbereit. Da sind wir klar. Ach so, da ist noch etwas, Alec. Dr. Schröder ist mit unseren Leuten von der Mondbasis fertig. Hier ist der Bericht, der ist völlig klar. Ich möchte, dass du das auch erledigst. Gut, mache ich noch vor meinem Abflug. Ja, das wäre mir sehr lieb. Mahagoni? Schreibtisch. Gras? Grün. Lachen. Weinen. Jetzt folgt eine interessante Reaktion. Passen Sie auf. Sonnenaufgang? Morgen. Schwarz. Schwarz. Vogel. Amsel. Amsel. Akzeptiert. Gut. Eine Verzögerung von 2,04 Sekunden. Man konnte sehen, wie der Verstand arbeitete. Sie versuchte bewusst, die normale Antwort zu vermeiden. Weiß. Sehen Sie sich den Stressfaktor an dem Punkt an. 5-mal höher als normal. Und auf dieser Feststellung basieren Ihre Schlüsse? Meine Schlüsse, Colonel, basieren auf 8 Stunden intensiver Arbeit. Auf über 20-jährige Erfahrung und genauer Computerauswertung. Ich glaube, dieses Beispiel müsste selbst von einem Laien begriffen werden. Alles Weitere überlasse ich Ihnen. Kommen Sie bitte rein. Nehmen Sie Platz. Ich möchte meine Zeit nicht mit Details des Berichts verschwenden. Sie erhalten ja sowieso Kopien. Ich werde Ihnen nur die Ergebnisse vorlesen. Erstens, berücksichtigt man die Gegebenheiten kurz vor dem Zusammenprall, so war es zweifellos die Aufgabe von Lieutenant Ellis, über Art des Ausweichmanövers zu entscheiden. In diesem Punkt ist Lieutenant Ellis frei von Schuld. Vorausgesetzt, dass die Entscheidung frei von emotionalen Faktoren war. Wir kommen zu Punkt 2. Die drei betroffenen Personen unterzogen sich den üblichen psychiatrischen und Psychocomputertests mit folgenden Ergebnissen. Astronaut Lou Waterman ohne Befund in allen Punkten. Astronaut Mark Bradley, Emotionsbild 0,48 unter Normal, sonst ohne Befund. Lieutenant Ellis, Stressfaktor 1,28 unter Normal, Emotionsbild 0,35 unter Normal, sonst ohne Befund. Drittens. Diese Resultate beruhen auf einer emotionalen Verbindung zwischen Lieutenant Ellis und Astronaut Bradley. Der Bericht endet mit einer vertraulichen Empfehlung, welche Maßnahmen zu treffen sind. Naja, nun wollen wir hoffen, dass der Fall sich von selbst erledigt. Inzwischen hat Commander Stryker Sie auf getrennte Posten versetzt. Bradley, Sie melden sich auf der Mondbasis. Und was ist mit mir, Sir? Sie bleiben auf der Erde im Shadow-Hauptquartier. Mit der Air Force ist alles abgesprochen. Sie wird eng mit dir zusammenarbeiten. Ich bin schon unterwegs. Noch eine Frage. Wen nimmst du eigentlich mit? Ist das wichtig? Nein, ich habe nur noch keine Zeit gehabt, die Aufstellung anzusehen. Astronaut Mark Bradley und Lieutenant Ellis sind auch dabei. Deine Entscheidung? Meine Entscheidung. Ohne Hilfe eines Computers. Zur Aufnahme Ihrer neuen Funktion sind Sie pünktlich wieder zurück. Der Transporter ist gerade in Lexfield gelandet, Commander. Auf die Minute. Shadowmobil 1, 2 und 3 fahren zum Suchgebiet. Ja.
Kommandozentrale. Mobil 4 in Position auf dem Flugplatz. Die drei Mobile sind unterwegs, Sir. Gut. Mobil 1 an Kontrolle. Bitte kommen. Hier Kontrolle. Keinen Sichtkontakt. Shadow Mobil 2 in Position. Shadow Mobil 3 in Position. Alle drei Mobile in Position, Sir. Schön. Schicken Sie jetzt eins vor. Welches, Colonel? Na, das in der besten Position. Nach dem üblichen Verfahren. Kontrolle an Shadow Mobil 3. Rücken Sie vor auf 307. Roger, Kontrolle. Sie müssten es jeden Moment sehen. Wo ist es? Haben Sichtverbindung, etwa 250 Meter voraus. Anzeichen von Bewegung? Nein, nichts. Wir fahren näher ran. In Ordnung, seien Sie vorsichtig. Mobil 3 an Kontrolle, werden angegriffen. Gehen Sie sofort in Deckung. Wir sind noch unter Beschuss. Anscheinend haben... SM3, hören Sie mich! Kommen, SM3! Sie sind vermutlich getroffen worden. Funkverbindung negativ. Schicken Sie das nächste vor. Es ist ein Risiko, schicken Sie es trotzdem. Hier Kontrolle an Shadow Mobil 1. Fahren Sie vor auf 307. Verstanden. Ihr Colonel Freeman, wir müssen annehmen, dass Shadow Mobil 3 ausgefallen ist. Halten Sie kurz vor der Hügelkuppe und gehen Sie zu Fuß weiter. Haben Sie mich verstanden? Weitergehen zu Fuß. Habe verstanden. Dann wollen wir mal.
Roger. Verstärkung in Position und einsatzbereit, Sir. Okay. Also los, Jungs. Sind etwa 200 Meter vom Ufer entfernt. Arbeiten uns heran. Jetzt wird's kritisch. Hallo, Mark. Guten Abend. Das war ein Tag, was? Ja, ganz schön aufregend. Sie fliegen den Fremden ins Hauptquartier. Und wie geht's Ihnen? Alles bestens.
Ich muss Ihnen unbedingt etwas sagen. Nachdem Mobil 3 getroffen war, gab Freeman den Befehl, das nächste hinzuschicken. Mobil 2 war in der besseren Position. Ist in Ordnung. Ich war froh über den Einsatz. Begreifen Sie nicht, was ich damit sagen will? Ich habe Ihr Leben riskiert, um etwas zu beweisen. Sie wollten beweisen, dass Traeger und die Computer Fehlschüsse gezogen haben. Naja, die gleiche Situation, vor der wir schon ein paar Mal standen. Der Fremde atmete, wenn man so sagen kann, eine bioakrophilische Flüssigkeit. Sie verursacht auch die gewohnte grüne Färbung des Gesichts und des Halses. Das Haar zeigte keine Verfärbung. Die Augen trugen die üblichen Schutzschalen. Wir haben ihn übrigens auf normale Atmung umgestellt. Mit Erfolg? Nach 5 Stunden kann davon noch keine Rede sein. Hoffentlich haben Sie mit Ihrer Vermutung recht, dass wir es diesmal mit einem Jüngeren zu tun haben. Die bisherige Erfahrung hat doch gezeigt, dass Sie innerhalb kurzer Zeit stark altern, wenn Sie unsere Luft atmen. Ich will versuchen, mich mit ihm zu verständigen. Wann wird er soweit sein, Doktor? Schwer zu sagen. Wir begeben uns da auf völliges Neuland, Sir. Also gut. Es bleibt sich gleich, ob wir es jetzt oder später versuchen. Danke, Doktor. Alles deutet darauf hin, dass er uns Menschen ähnlich und äußerst intelligent ist. Die Sensoren zeigen an, dass Augen und Ohren in ausgezeichnetem Zustand sind. Der Computer meldet, dass er bei bester Gesundheit ist. Es muss doch einen Weg der Verständigung geben. Sie versuchen es jetzt bereits 43 Minuten. Wir müssen Schluss machen. Warum? Wir müssen zusätzlich Sauerstoff geben, um die Hirnfunktionen aufrechtzuerhalten. Gut, Doktor. Bereiten Sie alles vor. Also fangen wir nochmal von vorne an. Hören Sie mich. Wir brauchen Antwort auf viele Fragen. Ich bitte Sie, mit uns zusammenzuarbeiten. Es hat keinen Zweck, Alec. Entweder will er mich nicht oder er kann mich nicht verstehen. Es gibt keine Alternative. Wir geben ihm eins von den neuen Mitteln, um ihm die Angst zu nehmen. Welches würden Sie empfehlen, Doktor? GL7 ist nach meinen Erfahrungen das wirksamste, aber in diesem Fall... Was heißt das? Ein Ergebnis kann ich nicht garantieren. Es könnte gefährlich werden. Ach. Was heißt gefährlich? Wie gefährlich? Das ist schwer vorauszusagen. Aber Entscheidung und Verantwortung liegen bei Ihnen, Commander. Ihr Reaktionsvermögen ist durchaus in Ordnung. Sie haben das deutlich gehört. Also los, Doktor. Hören Sie mich. Das Medikament wird Sie entspannen und beruhigen. Es ist sinnlos, sich dagegen zu wehren. Sie müssen uns helfen. Sie müssen mit uns zusammenarbeiten. Puls nimmt zu. Nimmt noch weiter zu. Ah!
Halten Sie ihn! Halten Sie ihn fest! Was zu trinken? Nein, danke. Ich möchte, dass du das akzeptierst. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen, Alec. Vielleicht etwas zu lange. Wollen wir uns nicht darüber unterhalten? Da gibt's nichts zu unterhalten. Wir sind nun mal zu verschieden. Glaubst du, ich wollte, dass er stirbt? Das Risiko musste ich eingehen. Es ist nicht nur das, Ed. Alle Entscheidungen triffst du gefühllos, eiskalt, verlässt dich auf Computer. Ein guter Jahrgang. Ich möchte wissen, wie es in 20 Jahren auf der Erde aussieht. Ob die Computer dann alles übernehmen? Fragen Sie sie doch selbst. Angeblich wissen Sie heute schon sämtliche Antworten. Wir bauen sie, programmieren sie und Sie sagen, was wir denken werden, bevor wir es selber wissen. Und jetzt, Mark, rufen Sie Freeman an. Also gut. Ich werde es überschlafen. Straker, es ist für dich, Alec. Freeman? Wann haben Sie das festgestellt? Sie wissen aber, was das bedeutet? Fein. Nein, nein, überlassen Sie das bitte mir. Ja. Auf Wiedersehen. Mark Bradley. Was Wichtiges? Er hält es für wichtig. Es scheint, als ob du recht gehabt hättest. Du mit deinen Computern. Übrigens, Alec. Sag doch bitte Lieutenant Ellis und Astronaut Bradley, sie möchten sofort zur Mondbasis zurückfliegen und wieder ihre alten Posten übernehmen. Das ist in dem Bericht aber nicht empfohlen worden. Stimmt schon, nicht im ersten Bericht. Aber dieser Bericht hier untersucht die Flugbahnen. Und darin wird eindeutig bewiesen, dass wir alle drei Abfangjäger verloren hätten, wenn das übliche Verfahren angewandt worden wäre. Demnach wurde Lieutenant Ellis' Entschluss nicht von Gefühlen beeinflusst. Du sagst es. Mach's gut.
UFO in Zone Blau 634 geortet. Abfangjäger in Position. Erwarte Bestätigung. Gebe dann Berechnung für Angriffskoordinaten und Raketenzündeinstellungen durch. Bleiben Sie weiter auf Empfang. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Bestätige unbekanntes Flugobjekt. Hier Mondbasiskontrolle. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Abfangjäger Alarmstart. Achtung, Abfangjäger. Sofortiger Start. Abfangjäger 3, überprüft alles in Ordnung. Abfangjäger 2, überprüft alles in Ordnung. Abfangjäger 1, alles in Ordnung. Schalten Sie auf Funkkanal 4. Bordcomputerfrequenzband 066. Ermittelte Geschwindigkeit Sol 0, Dezimale 8. Kursberechnung? 342047. Das ist es. Bleiben Sie dran. Basis an Abfangjäger. Haben das UFO auf Positivspur. Geschwindigkeit Sol 0, Dezimale 8. Geschwindigkeit Sol 0, Dezimale 8. Kurs 342047. UFO behält Kurs bei. In 51 Sekunden kommt es in Reichweite der Abfangjäger. Zentrale an Leader. Computer auf automatische Zündung einstellen. Roger. Raketenabschuss in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1, Feuer! Habe Sichtkontakt mit Explosion. Detonation positiv. Ist es erledigt? Hab noch immer Kontakt. Überprüfen Sie. Positiv. Achtung! UFO auf Kollisionskurs mit Abfangjägern. Kollision in 32 Sekunden. Zentrale an Abfangjäger 2. Ändern Sie Kurs auf 024201. Kollision in 14 Sekunden. Abfangjäger 1 an Basis. Erbitte neuen Kurs. 1 an Basis. Erbitte neuen Kurs. Zentrale an Abfangjäger 3. Ändern Sie Kurs auf 024186. 9 Sekunden. Abfangjäger 1 an Basis. Erbitte neuen Kurs. Zentrale an Abfangjäger 1. Ändern Sie Kurs auf 024218. Zu spät, Lieutenant. Eins, bitte kommen, eins. Kollision bestätigt. Abfangjäger 1 zerstört. Warum, Alec? Du hast doch die Meldung gelesen. Ja. Ein Astronaut getötet. Ein UFO durchbrach die äußere Verteidigung. Diese Meldung sagt mir, was passiert ist. Ich möchte wissen, warum. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, das kaufe ich dir nicht ab. Ich kenne dich besser, Alec. Das ging alles so verdammt schnell. Was heißt das? Ich bin mir da nicht sicher. Dann gebe ich mich eben mit einer vernünftigen Vermutung zufrieden. Es könnte menschliches Versagen gewesen sein. Der gefasste Entschluss hätte Erfolg haben können, aber es wurde leider ein Fehlschlag. Ah. Na gut. Ich möchte das beteiligte Personal, die zwei überlebenden Astronauten und Lieutenant Ellis, so bald wie möglich hier bei mir sehen. In Ordnung.
Ach so, was ist mit dem UFO passiert? Es war wegen schlechten Empfangs vom Radarschirm verschwunden, aber eins wissen wir. Es ist gelandet. Gelandet? Wo denn? In einer der unwegsamsten Gegenden. Irgendwo in einem Gebiet von 50.000 Quadratmeilen in Nordkanada. Alles, was fliegt, habe ich zum Suchen dorthin geschickt. Suchauftrag im Quadrat F beendet. Nichts zu berichten. Okay, Captain. Ankopplung in einer Stunde. Nein, ich will mich noch mal umsehen. Ich fliege noch eine Runde. Solange bleibt es hell. Sieht aus, als sei die Erde sehr weit weg, nicht wahr? Könnte auch am anderen Ende des Universums sein. Hat jemand Lieutenant Ellis gesehen? Sie sitzt im Central Park. Danke. Einer von den Glücklichen, der morgen festen Boden unter den Füßen hat. Wenn die Freude mit einem Anpfiff von Straker verbunden ist. Ohne mich, lieber Freund. Wir hatten schließlich das gleiche Risiko übernommen. Ken hatte Pech und damit müssen wir nun mal rechnen. Niemand ist dafür verantwortlich zu machen. Was soll denn das dumme Gerede, Mason? Weitersuchen. Wenn Sie noch mehr Maschinen brauchen, dann fordern Sie welche an. Ja, ja, Sie haben von mir Vollmacht. Natürlich. Gut. Viel Erfolg. Was gibt es? Die Leute von der Mondbasis sind hier. Ich lasse bitten. Hör zu, Alec. Ich weiß, ich weiß. Das UFO muss geortet werden. Genau. Bradley, Waterman, Lieutenant Ellis. Ich nehme an, Sie wissen, warum Sie hier sind. Sir, darf ich zuerst etwas sagen? Als Chef der Abfangjäger übernehme ich die volle und alleinige Verantwortung für das, was sich abgespielt hat. Äußerst ritterlich. Eine durchaus lobenswerte Geste, Captain, aber völlig unangebracht. Was vorgefallen ist, weiß ich. Jetzt möchte ich gerne wissen, warum. Alle drei bekleiden Sie Ihre Posten aufgrund des hervorragenden Charakters und der überdurchschnittlichen Intelligenz. Was ist schiefgelaufen? Haben die Satellitenfotos irgendwas ergeben? Nein, Sir. Bleiben Sie am Ball. In der Gegend muss es irgendwo sein. Danke. Wortassoziationen. Fertig? Mhm. Vater? Mutter. Haus? Tür. Geometrie? Variabel. Stimmt ja, Sie waren Pilot, bevor Sie Astronaut wurden. Apfel? Lehrer. Sonne? Mond. Baum? Buche. Hass? Liebe. Liebe.
Shadow-Zentrale. UFO 48 Meilen von Ihrer derzeitigen Position. Danke, Zentrale. Habe es schon auf dem Schirm. Habe Sichtkontakt. Gehe zum Angriff über. Carlin meldet Treffer, aber das UFO fliegt auf neuem Kurs weiter. Befehl an alle Radarstationen. Sagen Sie den Kommandanten, wenn es diesmal entwischt, können Sie etwas erleben. Leg dich aufs Ohr, Alec. Du siehst müde aus. Shadow-Zentrale an alle Stationen. UFO ist getroffen, aber noch immer in der Luft. Hat er sonst noch was gesagt? Nein, nur dass bei mir alles klar ist und ich mit der nächsten Maschine zum Mond zurückfliege. Und wir? Den sollte sich mal jemand vorknöpfen. Keine Angst. Der hört uns nicht in seinem gläsernen Seelenforschungskasten. Ob Shadow ihn wohl von jemand überprüfen lässt? Wenn, dann nur von einem Computer. Lieutenant Ellis, kommen Sie jetzt bitte zu mir. Nehmen Sie Platz. Es kommt runter, Sir. Na, endlich. Wenn es gelandet ist, geben Sie mir die genaue Position durch. Ja, Sir. Setz dich doch, Alec. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist für dich. Danke. Also, unser UFO ist gelandet. Und diesmal wissen wir, wo. Genaue Position? Unmittelbar neben der Lexfield Air Base Kanada. Du wirst morgen früh ohne weitere Schwierigkeiten dort sein. Fein. Du weißt, was ich erwarte. Ich will die Fremden lebend. Ich werde sehen, was ich tun kann. Du übernimmst die volle Verantwortung. Ich werde die Operation hier auf dem Monitor überwachen. Einzelheiten erfährst du von der Zentrale. Die Transportmaschine ist um 22 Uhr fertig beladen und startbereit. Da sind wir klar. Ach so, da ist noch etwas, Alec. Dr. Schröder ist mit unseren Leuten von der Mondbasis fertig. Hier ist der Bericht, der ist völlig klar. Ich möchte, dass du das auch erledigst. Gut, mache ich noch vor meinem Abflug. Ja, das wäre mir sehr lieb. Mahagoni? Schreibtisch. Gras? Grün. Lachen. Weinen. Jetzt folgt eine interessante Reaktion. Passen Sie auf. Sonnenaufgang? Morgen. Schwarz. Schwarz. Vogel. Amsel. Amsel. Akzeptiert. Gut.
oben. Computerwerte in Ordnung. Verstanden. Bestätigen Sie dann erfolgte Abtrennung. Luna-Fähre an Shadow-Zentrale. Abtrennung ist erfolgt. Ende. Luna-Fähre an Mondbasiszentrale. Haben Anflugkontakt. Roger, Luna-Fähre. Haben Sie auf dem Schirm zur automatischen Landung? Luna-Fähre mit Colonel Freeman an Bord setzt in 13 Sekunden auf. Guten Tag, Lieutenant. Können wir gleich anfangen? Es ist alles vorbereitet. Guten Tag, Nina. Guten Tag, Colonel. Wie geht's Ihnen? Danke, gut. Hört man gern. Und wie läuft es bei Ihnen, Joan? Ich bin zufrieden. Ist das der Bericht, Lieutenant? Ja, und meiner Meinung nach stimmt alles. Glaube ich aufs Wort. So, nun weiter. Mhm. Die Ersatzteilsituation müsste überprüft werden. Ich wäre dafür, das Lager um 20% zu vergrößern. Großartig, dass Sie das sagen. Straker bat mich, mit Ihnen darüber zu sprechen. Er ist derselben Ansicht. Hallo, Colonel. Da, Captain. Wie lange brauchen die Abfangjäger jetzt zum Start, Lieutenant? Wir schaffen es jetzt in 125 Sekunden. Ja, hervorragend. Naja, das wäre es also für diesen Monat. Dann melde ich also ohne Befund. Freut mich. Habe UFO auf Positivspur. Einzelheiten über Geschwindigkeit und Flugbahn folgen. Radarkontakt 062415, grün. Ortung bestätigt. Alarmstufe gelb. Ich wiederhole, Alarmstufe gelb. Viel Glück, Mark. Danke. Fertig? Na dann los. Unbekanntes Flugobjekt in Zone Blau wieder erfasst. Straker? Wir haben es endlich. Gott sei Dank. Komme sofort, Alec. Danke, Grönland. Wo ist es? Ja, das haben wir. Es scheint auf die Atlantikküste zuzufliegen. Geschwindigkeit und Höhe sind äußerst gering. Die Jäger müssen es getroffen haben. Alarm für Sky 1. Sofort, Sir. Shadow Hauptquartier, Captain. Sie haben das UFO gefunden. Bin gleich da. Captain, ich habe die letzte UFO-Ortung. Wenn wir 042 steuern, müssten wir es in 12 Minuten sehen. Gut, gehen Sie auf Kurs 042. Alles rausholen, was drin ist. Kurs 042, volle Kraft voraus. Lieutenant Ellis, Waterman, Sie beginnen mit dem Computertest, während ich zunächst einmal Bradley befrage. Ja, in Ordnung.
Zigarette? Danke. Nervös? Nein. Liegt doch kein Grund vor. Es ist alles streng vertraulich. Nehmen Sie Platz. Nein, hier bitte. Bevor wir anfangen, muss ich Ihnen erst einmal reinen Wein einschenken. Ich kann Schwarze nicht leiden. Haben Sie jemals diese Worte oder etwas Ähnliches auf der Mondbasis gehört? Nein, niemals. Sie sind aber auch nicht überrascht, dass ich es sage. Nein, weil ich annehme, Sie meinen es nicht so. Gut. Sehr schön. Diesmal erwischen wir es. Entfernung 800 Meilen, Sir. Kommt näher. Startposition. Startposition. Alles fertig zum Start? Ja, Sir. Viel Glück. Bin bereit zum Start. Geschwindigkeit bei 10.000. Roger. Sky 1 ist oben, Sir.